Hallo Leute, ich begrüße euch zur zweiten Episode unserer Serie Retrofit Index GI42 und heute zeige ich euch kurz unseren Schaltschrank, wie er schon aussieht. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet und zwar habe ich hier oben schon einen Industrie-PC eingebaut und die Karten vom Mesa, die wir auch für die Ansteuerung benötigen. Was das genau ist, zeige ich euch dann, wenn ich das wieder ausgebaut habe, weil ich nämlich vergessen habe, die Jumper auf der PCI-Karte für die Stromversorgung der Breakout-Ports zu setzen. Und diese Karte befindet sich blöderweise im Industrie-PC direkt hinter der SSD-Festplatte. Das Ganze war ein bisschen mehr Aufwand, deshalb jetzt schnell im Zeitraffer. Superport-Karte. Wir haben hier den Parallelport oder nahezu sieht aus wie ein Parallelport, ist aber im Grunde ein I/O-Port und kann die Standardkarten anstellen wie Gecko-Endstufen zum Beispiel oder Standard-Breakout-Ports sind auch möglich mit gewissen Konfigurationen. Aber wir nutzen hier Linux CNC und das hat eine ganz eigene Konfiguration für die Karte, sogenannte Host-Mod-Konfiguration. Das hier ist der FPGA, eigentlich das Hirn der ganzen Angelegenheit. Der läuft mit bis zu 100 MHz und kann entsprechend dieser Frequenz auch Signale aufnehmen über diesen Port. Gut, wir nutzen aber nicht nur eine Karte, sondern zwei Karten. Deswegen habe ich hier auf diesem P2-Port hier noch so eine Federleiste angeschlossen mit einem Flachbandkabel. Das sollten jetzt 25 Pole sein. Ja genau, weil hier sieht man schön auf der Federleiste, hier ist nämlich ein Pin frei. Also immer aufpassen beim Anschließen von solchen Steckern. Ich entferne das mal hier. Dass man eben da hier auch auf diese ersten Pin hier achtet. Der ist meistens irgendwie markiert, ein bisschen so mit einem Pfeil. Ich halte das mal ruhig hier, dann kann ich später markieren. Und hier muss dann natürlich das rote Band auch reinlaufen. Ganz wichtig, sonst hat man hier ein Problem. Auf der anderen Seite haben wir hier montiert auf diesem Kabel eine D-Sub-Buchse, 25-polig, ist eigentlich Standard, also es gibt hier Standardkabel für Drucker aus den frühen 90er Jahren oder 80er Jahren sogar, oder früher vielleicht sogar schon, und die gibt es relativ günstig. Also man kann sich das Ganze selbst basteln, so wie ich hier. Was in diesem Fall nötig war, weil ich hier auf diese Stiftleiste gegangen bin, auf dem ersten Port, der standardmäßig genutzt wird, das ist eigentlich hier der P3. Aufpassen auf die Benennung. Also das ist P2, das ist P3. Hierfür gibt es Standardkabel, mit denen man sich dann mit diesen anderen Karten verbinden kann. Und man hat hier gar kein Problem oder auch bekommt kein Problem mit falscher Verkabelung. Die sind immer 1 zu 1 durchgeschliffen, solche Druckerportkabel. Genauso wie das hier in dem Fall. Also 1 zu 1, Pin 1 geht auf Pin 1. Hier braucht man nichts kreuz und quer verkabeln. Ganz einfach. Gut. Dann weiter zur Karte. Wie gesagt, wir haben hier die Möglichkeit, über diese Karte hier auch diese Tochterkarten zu versorgen. Die Tochterkarten haben immer solche 5 Volt Anschlüsse. Hier sieht man die Bezeichnung. Plus 5 Volt und Ground für Masse. Mit denen muss man jetzt in der Standardkonfiguration die Karten versorgen. Ich will mir diesen Aufwand aber sparen und gerne über mein Flachbandkabel diese Karte betreiben, weil die hat relativ geringe Leistungsaufnahme und kann somit eigentlich ohne Probleme über diese dünnen Litzen betrieben werden. Vor allem sind da auch mehrere parallel geschaltet, das heißt, man bekommt da schon ein bisschen Leistung drüber. Und damit das funktioniert, muss man natürlich jetzt diese Karte hier jumpern. Ich habe jetzt selbst gerade nicht den Schaltplan zur Hand, muss jetzt schnell zum Computer gehen, mir das ansehen und werde euch dann das umjumpern. So Leute, wir sind zurück. Ich habe hier jetzt die Karte schon mal soweit vorbereitet und die Jumper richtig gesetzt. Wir haben hier den W2 Jumper, wie man sieht, auf abgesetzt. Das ist für den P3-Port, diesen hier.
Und weil wir den P2-Port auch benötigen, für die SIM-I85 haben wir noch diesen W1-Jumper auch auf abgesetzt, um eben die Versorgung über diesen Port zu bekommen und auch über diesen Port hier. Ja, dann können wir das Ganze zusammenbauen. Ich baue jetzt die Karte mal hier einfach ein und werde dann den PC gleich starten, also noch die anderen Karten anschließen eben. Jetzt tut sich mal nichts. Jetzt leuchtet sie auf und wir sehen hier eine Signalspannung und hier. Und es ist alles okay. Und das war's. Die Karten können jetzt mit Linux 10c angesteuert werden, was ich im nächsten Video auch detailliert beschreiben werde. Wenn dir dieses Video geholfen und gefallen hat, hinterlasse mir bitte ein Like. Ich würde mich auch gerne über Kommentare und Fragen freuen, die ich im nächsten Video sehr, sehr gerne beantworte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, euer Insane Dan.